Und nun, Professor Adorno? Ja, ich halte es nun eigentlich nicht für meine Aufgabe, Astrologie zu definieren, weil man durch eine solche Definition der zu definierenden Sache sehr leicht so ein Air von Existenz gibt. Und ich bezweifle eben überhaupt den Sachgehalt dessen, worum es geht. Man versteht im Allgemeinen eben unter Astrologie die Disziplin, die behauptet, dass ein bestimmter und einsichtiger Zusammenhang zwischen den Gestirnen und ihren Konstellationen auf der einen Seite und den Schicksalen von Menschen bestünde. Dabei liegt nun ein gewisser Nachdruck auf dem Anspruch dieser Disziplin, Wissenschaft zu sein, und zwar, weil rationale Gründe dafür nicht anzugeben sind, eine sogenannte empirische Wissenschaft, das heißt, sie berufen sich also einfach darauf, dass dieser Zusammenhang durch die Erfahrung bestätigt wäre. Wenn die Astrologie wirklich als das aufträte, wofür ich sie halte, nämlich als eine Art traditioneller Aberglaube, dann hätte ich so wenig dagegen, wie ich gegen irgendwelche herumziehenden Zigeuner oder gegen alte Weiblein habe, die aus dem Kaffeesatz wahrsagen. Nur gerade der Anspruch der Respektabilität, der hier erhoben wird, und der Anspruch, dass das irgendetwas mit ernster und kontrollierbarer Wissenschaft zu tun habe, der scheint mir also jedenfalls im Sinne einer Theorie der Wissenschaften schlechterdings unhaltbar zu sein. Der Einfluss der Astrologie auf die politischen Ereignisse etwa in der Zeit der Hitler-Diktatur und des Krieges mag beschränkt gewesen sein, obwohl ja immer wieder behauptet wird, dass etwa der Chef der englischen Luftabwehr sich ausgiebig astrologischer Ratschläge bedient hat und obwohl sicherlich auch eine Reihe der Naziführer, so wie das tyrannische Figuren von alters her zu tun pflegen, auch seinen Leibastrologen gehabt haben wird. Das passt zu sehr ins Bild, als dass man es sich anders vorstellen könnte. Aber ich glaube, es liegt auf der anderen Seite, auf der Seite der Massenbasis, zwischen totalitären Tendenzen und der Astrologie doch eine tiefe und eine gefährliche Verwandtschaft vor. Und ich glaube, gerade darauf sollte man, um den Ernst der astrologischen Gefahr, wenn ich es so nennen soll, zu erkennen, doch einen gewissen Wert legen. Ich darf dabei an das Forschungsergebnis unserer amerikanischen Untersuchungen über die autoritätsgebundene Persönlichkeit erinnern, das darin besteht, dass Menschen mit starken Neigungen, sich einer blinden Autorität unterzuordnen, auch eine Neigung zu allem möglichen Aberglauben haben. Sehr charakteristisch dafür und für das ganze Klima der Astrologie war die Äußerung eines der Befragten dieser amerikanischen Untersuchung, die wörtlich lautete: Ich glaube an Astrologie, weil ich nicht an Gott glaubte. Und das entspricht nun in der Tat genau der irrationalistischen Führerideologie, der Ideologie, die vom Charisma, also von der gnadenhaften Erwähltheit des Führers gesprochen hat und die Menschen zum Gehorsam verhalten hat, ohne dass sie ihre eigenen Interessen dabei voll bewusst waren, natürlich mit dem sozialen Zweck, sie dazu zu bringen, unter Umständen Dinge zu tun, die ihren eigenen vernünftigen Interessen entgegengesetzt sind. Vor allem diese Überzeugung, dass man sich nach irgendwelchen blinden Gesetzen zu richten habe, ohne dass man auf die eigene Vernunft vertraut und versucht, das so schwer durchdringliche selber zu durchdringen. Das scheint mir ein Potenzial zu verstärken, die Möglichkeit zu verstärken, sich manipulieren zu lassen, das ich ohnehin für das Gefährlichste in der gegenwärtigen Zeit halte. Und darin eigentlich sehe ich das gefährliche Moment der Astrologie. Sonst würde ich sagen, man sollte darin wirklich liberal sein und diese Sekte, genau wie die der Jazzfans oder der Anhänger des Naturheilverfahrens oder irgendwelcher Panazeen dieses Stils, einfach ihren Vergnügungen überlassen. No.
Nun könnte man natürlich über derartige Publikationen mit einem Achselzucken hinweggehen, aber solche astrologischen Praktiken sind im Allgemeinen viel weiter verbreitet, als man gemeinhin annimmt. Herr Professor Adorno, Sie haben sich einmal die Mühe gemacht, die Horoskopspalten einer Wochenzeitschrift einer systematischen Analyse zu unterziehen. Was war die Basis Ihrer Arbeit? Ja, also es hat sich nicht um eine Wochenzeitschrift gehandelt, sondern es hat sich um eine Tageszeitung gehandelt, und zwar eine sehr große und sehr weit verbreitete amerikanische Tageszeitung, die Los Angeles Times. Das ist an sich eine gemäßigt konservative, seriöse Zeitung, und die bringt jeden Tag oder brachte jeden Tag, ich weiß nicht, ob das jetzt noch der Fall ist, eine Horoskopspalte, die von einem bekannten, vor allem in der Filmkolonie von Los Angeles sehr bekannten Astrologen namens Carol Reiter stammt. Und ich habe das Material dieser Spalte vom November 1952 bis Februar 1953 bis ins Einzelne analysiert und die Ergebnisse in einer großen Abhandlung dargestellt, die in englischer Sprache erschienen ist unter dem Titel The Stars Down to Earth. Und was hat Ihre Analyse nun ergeben? Dabei ist nun zunächst daran zu erinnern, dass diese astrologischen Zeitungsspalten in Amerika, das sind, was man vielleicht als sekundären Aberglauben bezeichnen kann. Es handelt sich hier gar nicht mehr also um unmittelbaren Glauben an irgendwelche astrologischen Dinge, sondern darum, dass in einer organisierten und rationalisierten Weise an den Aberglauben angeknüpft und auf einer Art von Massenbasis dieser Aberglaube befriedigt wird, wobei die Menschen in einer bestimmten Weise durch diese astrologische Spalte gelenkt werden, dass sie also noch in verstärktem Maß unter jene Kontrolle des Denkens und Verhaltens fallen, die heute im Zeitalter des gesteuerten, auch geistigen Konsums sowieso in der ganzen Welt und gar nicht nur in den totalitären Despotien sich auszubreiten scheint. Und wie ist eine solche Beeinflussung überhaupt möglich? Welche Mittel können da angewendet werden? Ja, ich glaube, man kann sich das sehr gut vorstellen, wenn man zunächst einmal daran denkt, dass heute die sozialen Prozesse, die sich abspielen, den Menschen so weit entfremdet sind und ihnen gegenüber eine so überwältigende Übermacht haben, dass sehr viele naive Menschen nicht entfernt mehr fähig sind, überhaupt sich zurechtzufinden, und dass sie deshalb also nach einer Art von rotem oder grünem Licht für das, was sie zu denken und zu tun haben, besonders begierig sind. Dieses Moment hat ja auch in der totalitären Propaganda eine große Rolle gespielt, wo die Antwort, die Juden sind an allem schuld, für die Menschen aller erdenklichen Probleme schlagartig, wie man so schön sagt, gelöst haben. Und ganz analog funktioniert das nun, wenn gesagt wird, du darfst heute das tun und darfst heute jenes tun, je nachdem, wie die Sterne gerade sind. Und ich möchte sagen, die Leute, die solche Spalten schreiben, die darf man sich alles eher denn als dumm vorstellen, dass die wissen zwar, haben zwar wahrscheinlich nicht gerade ihre Inspirationen von den Sternen empfangen, aber sie sind äußerst gewiegte, praktische Psychologen, Marktpsychologen, könnte man beinahe sagen, die die Verhaltensweisen derer, die ihnen ausgeliefert sind, sehr genau kalkulieren und die in dem, was sie sagen, sich sehr genau nach deren Wünschen und Bedürfnissen richten, um sie sowohl bei der Stange zu halten, also dazu zu bringen, zunächst einmal dieses Zeug zu konsumieren, wie auch um sie eben in jener autoritären Richtung zu dirigieren, die ich angedeutet habe. Und werden in den Horoskopspalten der Zeitungen konkrete Ratschläge gegeben? Das Wichtigste dabei ist das, was man in der Psychologie Narzissmus und in der einfachen Sprache Eitelkeit nennt. Also es wird zunächst einmal der Eitelkeit auf die Weise geschmeichelt, dass man diesen Leuten sagt, am Vormittag, da also etwa, entfalte nun alle deine beträchtlichen Geisteskräfte, verlasse dich auf deine bedeutenden Intuitionen oder benutze ohne Hemmungen deinen scharfen Verstand.
Und durch derartige, zunächst etwas allgemeinen Wendungen werden die Menschen so positiv berührt, dass sie das etwas Vage dieser Allgemeinheit gar nicht recht merken. Dann ein weiteres Moment ist, dass diese Astrologen natürlich von einer Reihe typischer Konflikte, die die Menschen haben, sehr wohl wissen. Also sie wissen zum Beispiel, dass zwischen der Familie und dem Individuum sehr häufig solche Konflikte sind. Das heißt also etwa, dass die Familie den angestrengten Geschäftsmann dauernd mit irgendwelchen Forderungen präsentiert, die er schwer erfüllen kann. Oder dass in den heutigen Hierarchien des Geschäftslebens Menschen unendlich von irgendwelchen Vorgesetzten abhängen. Und sehr schlau rechnen sie sich aus, dass bei den meisten Dingen zu jeder Zeit irgendein derartiger Konflikt statt hat. Und das wird dann so ausgedrückt, dass das an dem betreffenden Tag sehr wahrscheinlich klingt. Und der Rat, der dann gegeben wird, ist eigentlich fast immer der Klügere gibt nach. Also es wird eigentlich auf die irrationale Autorität der Sterne, um dem höhere Weihe zu verleihen, nur das verschoben, was die Autorität des realen Lebens, gegen das die Menschen sich nicht wehren können, ihnen sowieso zumutet, nämlich dass sie also, wenn der Chef schlechter Laune ist, ihm nicht widersprechen und sich besonders anstrengen sollen, oder dass sie, wenn ihre Frau an ihnen nörgelt, weil sie nicht genug Geld nach Hause gebracht haben oder sich darüber beklagt, dass er nicht mit ihr ins Kino geht, dass er dann also irgendwie um des lieben Friedens willen nachgibt. Das alles wird aber nun in so genaue zeitliche Formen gekleidet, dass es einen gewissen Anschein von Konkretheit und von Spezifikation gewinnt. Und da es ja sehr wahrscheinlich ist, dass diese Dinge an jedem Tag bei den meisten Menschen irgendwie eintreten, riskiert der Astrologe verhältnismäßig wenig dabei, sich zu blamieren, und hat eine gute Chance, jedenfalls in sehr vielen Fällen wirklich als ein weiser Mann zu erscheinen. Herr Professor Adorno, lässt sich das, was Sie über die Horoskopspalte dieser einen amerikanischen Zeitschrift sagten, verallgemeinern? Zeigen sich da Tendenzen und Praktiken, wie sie allen ähnlichen Zeitschriften auch in Deutschland gemeinsam sind? Ich habe mich in Deutschland mit dem Problem nicht spezifisch abgegeben. In Amerika sind die Spalten dieser Art alle ziemlich gleich. Ich möchte aber annehmen, weil die psychologischen Dispositionen der Menschen und auch die materiellen Interessen der Zeitungen, die solche Dinge tun, überall identisch sind, dass die Unterschiede darin vielleicht von Nuancen spezifisch nationalen Art abgesehen recht gering sind. Und glauben Sie, dass es, also Ihrer Meinung nach, nicht auch seriöse Arbeiten und Menschen gibt, die sich sehr ernsthaft mit der Astrologie beschäftigen, also selbst wenn Sie persönlich nun den Standpunkt dieser Menschen ablehnen? Es ist auf diese Frage nicht ganz leicht zu antworten. Dass es ernsthafte Menschen gibt, die sich mit Astrologie beschäftigen und die zu diesen Dingen tendieren, das möchte ich nicht in Abrede stellen, wie es mir überhaupt fern liegt, hier etwas über die subjektiven Momente zu sagen. Ich habe nur versucht, die sozialpsychologische Funktion darzustellen und habe meine grundsätzliche, allerdings radikal negative Position bezeichnet. Aber ich möchte doch auf diese Frage, für die ja sehr dringend ist und die sicher auch von vielen unserer Hörer erwartet wird, versuchen, eine etwas differenziertere Antwort zu geben. Man wird ja zunächst sehr vielfach der Ansicht begegnen, naja, was so in Zeitungen in so einer Astrologiespalte steht, das ist ja alles viel zu grob und zu primitiv, und was so ein richtiger, feiner, wissenschaftlicher Astrologe ist, das ist eine vollkommen andere Sache. Dazu möchte ich wieder soziologisch bemerken, dass diese Teilung in geistigen Bereichen oder auch im politischen in eine Art von Kernsphäre derer, die wirklich zuständig sind, und einen weiteren Umkreis, den man dann je nach Bedarf
als nicht zuständig verwerfen kann, heute überhaupt sehr verbreitet ist. Sie können zum Beispiel, um das aus einer vollkommen anderen Kultursphäre zu belegen, wenn Sie über den Jazz heute diskutieren und wenn Sie gegenüber dem Kult, der mit dem Jazz betrieben wird, ernsthafte künstlerische Bedenken geltend machen, fast immer darauf stoßen, dass die Apologeten des Jazz Ihnen sagen, ja, das, wogegen du da sprichst, das ist ja gar nicht der richtige Jazz, sondern der richtige Jazz, das ist nur das und das und das und das. Und wenn man dann dem schließlich nachgeht, dann zeigt sich aber, dass unter dem richtigen Jazz doch sehr viel sich befindet, worauf genau das zutrifft, was man als Kritiker dagegen gesagt hat. Ich würde sagen, dass der Aufwand an Apparatur und die Kompliziertheit, mit der astrologische Thesen verfochten werden, an sich über ihre Substantialität, über ihren Wahrheitsgehalt gar nichts besagt. Aber es ist so, dass im Allgemeinen, wenn überhaupt so ein Brimborium gemacht wird und eine derartige Sache mit dem Anspruch, also der große Differenziertheit auftritt, dass das dann allein durch die Existenz eines solchen Betriebs und einer solchen Befassung damit ein Anschein von Seriosität erweckt wird, dem es nun gerade eigentlich kritisch zu begegnen gilt. Das war eine massive Kritik. Nun hatten wir dem Philosophen Adorno noch eine Frage gestellt. Nämlich den, wie ich dazu stünde, dass Wissenschaftler und Gelehrte sich mit diesem Komplex auseinandersetzen, um den Wahrheitsgehalt der Astrologie zu überprüfen. Dazu darf ich vielleicht auch nur gerade noch ein Wort sagen. Im Prinzip bin ich selbstverständlich sehr damit einverstanden, wenn das geschieht, allein schon damit die Entzauberung dieser Dinge möglich wird, obwohl ich sagen muss, dass es mir wesentlich für diese ganze Sphäre des Okkultismus zu sein scheint, dass sie von vornherein schon so sich präsentiert, dass sie dieser Entscheidbarkeit bis zu einem gewissen Grad sich entzieht. Man müsste dann also schon wirklich auch die Astrologen und andere Okkultisten dazu zwingen, sich Versuchsbedingungen und geistigen Kontrollbedingungen zu stellen, die eine solche Entscheidbarkeit möglich machen. Sonst wäre das Herbeiziehen der Wissenschaft überflüssig. Darüber hinaus aber kann ich nun doch nicht umhin, zum letzten Mal unter dem Gesichtspunkt der Soziologie zu sagen, dass allein die Tatsache, dass überhaupt ein ernster Mensch mit diesen Dingen sich abgibt, bereits etwas wie einen Reklamewert hat. Der Professor so und so, der macht also eine Arbeit über Astrologie und untersucht sie, also muss doch etwas dran sein. Wenn ich noch einmal auf das Dritte Reich rekurrieren darf, es hat sicher zum Antisemitismus seinerzeit ungeheuer beigetragen, dass jemand den Ausdruck das jüdische Problem erfunden hat, wodurch eben selbst der größte Irrsinn, den man behauptet hat, von vornherein doch als etwas in problematischer Form erschien, also als etwas, worüber sich nachzudenken ernsthaft verlohnt, anstatt dass dieser Irrsinn mit seinem Namen benannt worden wäre. Und ein bisschen etwas Ähnliches gilt eben auch überall dort, wo man mit dem hochtönenden Ausdruck die Astrologie als Problem einfach dadurch, dass man hier eine bestimmte Art der Seriosität zuerkennt, die aufgrund der wissenschaftstheoretischen Struktur, die ich bezeichnet habe, ihr in Wirklichkeit nicht zukommt, der Sache ein Air gibt, das sie eigentlich nicht verdient. Soweit der Philosoph und Sozialpsychologe Adorno in seinem Frankfurter Institut.